Ach, herrlich. So. Was für ein Visier hast du denn? Oh, das ist gut. Sich da hinten irgendwie? Nee, aber irgendwas ist hier gerade passiert, ne? Hm, naja, wer weiß. Wir werden es wieder runterklettern. Und werden entsprechend, den Typen da platt machen. Ja, wir müssen halt gucken, dass ringsrum alles sauber ist. Damit wir nicht in Gefahr laufen. Jetzt ist ja, ich glaube, der kommt jetzt zurück, ne? Nein, nee, wir gehen, glaube ich, lieber hier oben lang. Und gehen zu dem Typen da hinten. Naja, ich denke, das ist besser. Also wir haben einen Sniper dabei, das ist, glaube ich, ganz vorteilhaft, auf lange Distanz die Leute platt machen zu können. Panzer machen wir nur so ein bisschen Sorgen. Vielleicht wäre es da nicht schlecht. Wohin guckt der? Oh, der guckt zu mir. Nicht gut. Ja, Gott sei Dank sieht man so, wie er dann halt, also wie rum er dreht. Hallo, komm schon, dreh dich rum. Wie hier lang. Hm. Er braucht so ein bisschen, ne? Ja. Er ist nicht der Schnellste. Deshalb ist er auch so weit weg von allen anderen, ne? Am Ärmel der Welt. Hm. Bloß ich muss dahin. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel Alarm schlagen sollten, oder wenn, nicht wir, sondern wenn aufgrund irgendetwas, was wir machen, der Gegner Alarm schlägt, dann rennt er sofort dahin und schickt von dort aus das los. Und wenn da dann zwei Leute sind und ich zwei Leute platt machen muss mit den antiken Waffen und dann auch die Taube aufhalten muss, dann wird das ein bisschen problematisch. Also möchte ich nach Möglichkeit dafür sorgen, dass er hier weg ist. Wenn ich krieche, müsste es eigentlich... Nee, es geht nicht. Ich glaube, der kommt uns jetzt suchen. Der Kommandant. Das ist schwierig, ne? Hm. Kommt der jetzt hierher oder nicht? Ja, schleicht jetzt hier wie falsch geht durch die Gegend. So, ist alles sicher, hoffe ich. Hier vorne ist er irgendwo, okay. Versuchen wir uns, solange er da hinten wie auf seinen Posten geht, mal so nah wie möglich ranzuschleichen. Läuft nach da hinten sehr gut. Ja, eben wollte er ja die ganze Zeit nicht weglaufen, ne? Mhm. Am besten jetzt ein Heli landen. Wir gucken erstmal, wo er noch hinläuft. Na, wo gehst du hin? So weit gehst du. Okay. Ach. Notdurft verrichten. Sehr schön. Beim Pinkeln erstochen. Von einer Frau. Sehr gut. Hast du vielleicht noch anderes Sniper dabei? Nee, anscheinend nicht. Okay. Die Taube jetzt wegschnetzen, ne? Oder wir lösen Alarm aus und locken den Kommandanten dann dadurch hierher und. Was haben wir da? Nichts. Und machen ihn dann Platz, weil wir in der Hütte gewartet haben. Ja, geile Taktik, könnte man auch machen. Hm. Rein theoretisch. Alles möglich.
ich jetzt bloß wüsste, wo der Kommandant ist. Er soll hier vorne sein, aber... Ich habe halt keinen Plan, ehrlich gesagt, ne? Das könnte vielleicht zum Problem werden, weil ich hatte nämlich Alarm ausgelöst. Deshalb kam er dann zu mir. Ja, das war so ein kleiner Vorteil. So, da muss er dann eigentlich jetzt irgendwo sein. Da war niemand, das hatten wir schon überprüft. Wobei das immer nichts zu bedeuten hat, ne? Das kann ja durchaus sein, dass jemand auf Patrouille ist. Weil ihn deshalb ja noch nicht sieht. Da ist einer, der läuft hier rum. Das garantiert nicht der Kommandant. War da noch mehr? Na gut, da stehen ein paar, ne? Es wäre auch im Zielradius drin. Das heißt, das könnte es rein theoretisch sein. Schleichen wir mal da hinten lang. Ja, unterhält sich auch mit irgendjemandem, ne? Gut, ich kenne auch Leute, die unterhalten sich mit sich selbst, aber... in den meisten Fällen tun die das ja nicht unbedingt. Ganz vorsichtig hier. Das ist das Vorratslager, ne? Das sieht nach Kommandant aus. Dann scheint es hier wirklich niemand anders. Ist er das gewesen? Ne, anscheinend nicht. Mist. Ist irgendwie ein unterschiedlichen Bunker oder so, wo der sich versteckt? Das ist ja wirklich ein sehr großes Einzugsgebiet, ne? Das glaube ich nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass er das ist. Und so wie er auf dem Tisch da hing, da dachte ich dann schon so, ja, vielleicht. Vielleicht ist er das ja doch. Da ist er. Okay. Wir haben ihn gefunden. Das ist zum einen sehr gut, zum anderen nicht so, weil wir haben jetzt einen umgebracht. Den er, so wie es aussieht, jetzt entdecken würde. Das heißt, ich muss mich dann doch hier verstecken jetzt. Ich hoffe, der folgt ihm nicht. Das wäre nicht so toll. Folge deinem Instinkt. Ach nein, das ist auch noch so einer. Das machen, ey. Ich kann diesen fetten Typen, also gut, die haben den jetzt nicht bemerkt, warum auch immer, anscheinend mochte ihn keiner oder sie denken, er schläft wieder. Ich kann diesen fetten Typen nicht platt machen, aber der schleicht jetzt weg. Okay, das ist gut.
So. Hab ich ihn jetzt? So, schnell, schnell, schnell. Komm, guck dir nicht so lange diese verkackte Kapsel an. Also muss ich da hinten hin. Und nehmen wir denselben Weg, wie wir hier reingekommen sind. Kritisch, weil diese Typen mit ihrer Panzerung ist halt schön und gut, als wir da mitgespielt haben. Das war echt so, yeah, you. Mau ihn platt. Und ich darf sowas nicht. Ja, ich sollte sowas lassen. Ist ne, ich bin noch nicht so weit, dass ich das machen kann, ja. Na, trinken sie auch alle. Aber wenn die anderen das haben, dann ist das echt nicht so cool. Nee. Lieber nur, wenn wir das haben, ja. Das gefällt mir besser. Ja, sehr schön. Haben wir den ersten Jahr geschafft und sogar alarmfrei. Solange der Hoshi mit seiner fetten Panzerung, ja gut, der tingelt da rum. Es könnte sein, dass jetzt gleich Alarm schlägt. Immerhin liegt der Kommandant da niedergestreckt, aber kann auch sein, weil der andere da in der Nähe liegt, dass die dann einfach sagen, ja, die haben mal wieder Karten gespielt und der eine hat wieder den anderen betrogen, hat der eine wieder von dem anderen erzählt, dass er mit seiner Frau irgendwas hatte, dann ist der andere durchgedreht, hat den anderen erstochen, der andere hat sich noch ein bisschen gewehrt, hat zurückgestochen und dann sind beide letztendlich da weit aufgegangen. Kann ja alles passieren, ne? Warum auch nicht? Realistisches Szenario. Und gib ihm. Mein treuer Klepper ist auch wieder zurück. Dankeschön. Wunderbärchenhaft. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Gemäß dem osmanischen Protokoll musste er dem Zug in dreifacher Ausfertigung vorliegen, um gültig zu sein. Wie bei den Deutschen, ne? Ja. Aber gut. Wie gesagt, machen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.